für komisch. Das ist halt ein Spiegel, Bro. Hallo, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Falls ihr euch über meine Art zu reden oder wie ich heute spreche und eventuell hängt meine linke Unterlippe ein bisschen runter, darüber wundern solltet. War eben am Zahnarzt, der hat einfach eine Füllung ausgetauscht. Das war komplett unnötig, die sieht jetzt einfach nur weiß aus und das hat extrem wehgetan. Ich dachte mir, nachdem ich eine neue Füllung habe, esse ich erstmal ein bisschen Brot mit Zucker, damit der Zahn sich wieder regenerieren kann. Hat der Zahnarzt gesagt, nein. Wir fahren jetzt gleich nach Krefeld. Wir fahren gleich nach Krefeld, treffen Papa Platte, drehen was sehr, sehr Cooles für eine große, namhafte Energiedrink. Das ist irgendein Bier. Was soll das? Ich dachte, ich nehme einfach die Kamera mit und Akane ist auch wieder da. Der läuft mittlerweile auf zwei Beinen. Ja. Bis gleich. Okay, ich erzähl jetzt einen Witz und du lachst, weil okay. Du kannst eigentlich lachen. Mhm. Ja. Kommt da noch was? Was denn? Ist es so schlimm? Du siehst so traurig aus. Oh, Junge, Alter. Ey, guck mal, wie knapp das ist. Siehst du das, wie knapp das ist? Guck mal. Guck mal. Ich bin einfach wahnsinnig, guck mal. Nein, mach nicht. Oh mein Gott. Ich bin schon vorbei. Ja, immer wieder ein Fest, Digga. Oh, Junge. Ich weiß, was du meinst mit Brennen, ja. Das ist Brennen wie Pfeffer, ne? Bro, was geht? Alles gut? Jo, Digga, mir geht's gut, Mann. Chillig, hast du Bock auf den Vlog? Ich hab richtig Bock auf den Vlog. Nerv mal jetzt nicht rum, Digga. Hast du gut geschlafen, Bro? Ey, ich hätte richtig Bock jetzt, dass so Mitarbeiter von dir uns so richtig anrempelt einfach und wir die Cops rufen. Das wird passieren heute. Du weißt gar nicht, was wir heute geplant haben, Digga. Wir haben draußen 20 Jungs mit Stöcken. Und die verprügeln mich. Fresh, stabiler Prank. Basically jetzt lustiges geschminkt, ne? Ja, nice. Ja, Digga, wird, das sieht jetzt schon aus wie ein Traum. Ja, danke. Digga, so cursed. Jetzt kommt hier irgendein Gag von Revi. Ich brauch keinen Gag machen, Digga, ich filme mich einfach nur. Du Wick. Das ist aus wie Mark Terenzi mit Ermittlern. Mark Terenzi. Wie kann man so dumm sein, eine Banane aufzumachen, Junge? Bruder, ich teile mir das an, das ist smart. Das ist smart, ich teile mir das ein. Die ist hier oben nicht offen, Digga. Tu einfach das. Ich hasse das, ich hab seit so zwei Tagen Sascha Huber Workouts gemacht und schon passiert sowas. Wir shooten hier übrigens die Ola Kala Kampagne heute. Wir haben ein Model und ein Oversize Model haben wir auch am Start. Ich bin ein Curvy Model. Ein Curvy Model. Ich weiß nicht warum, aber ich schwöre, als Miskip sagte, dass du aussiehst wie ein Midget, ich glaube, no joke, wärst du nicht fett, würdest du nicht so klein aussehen. Warum siehst du eigentlich aus? Du siehst aus wie ein Obdachloser, Digga, mit dieser Flasche in der, das könnte sein, Alter. So kapliert. Weißt du noch, wo wir zusammen mit dem Hund in einem Bett geschlafen haben? Beim Van-Trip? Das war schön, oder? Das war nicht bad, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich vielleicht in der Nacht mal einmal über so Akani rübergerollt habe. Ist safe passiert, seitdem läuft der hinten nicht mehr richtig. Stabile 100 Kilo. Stabile 100 Kilo Rolle. Ich kann kurz anteasern, was wir hier überhaupt machen. Ich hab's ja gar nicht gesagt. Okay, wir sind hier. Wir drehen einen Erwachsenenfilm. Mit dabei ist auch noch so eine Marke. Camp an vielleicht, ne? Welche Marke ist es? Ist es Ola Kala? Ola Kala, ganz genau. Warte, ich mache eine Transition, ich fliege in den A** rein. Hold up. Days go by when I pull up. They all on me like a one thing. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like two chains. This snake is in... Ja, Bro, komm. Drei, drei und tu mir mal hinten von dir. Ey, Kevin, hier ist ein Farbeimer, das Wettrichten machen, bis er ohnmächtig wird. Ja. Jetzt du. Guck mal, das Ding ist, es werden sich jetzt sicherlich schon viele gedacht haben. Kevin und ich haben ein Label-Deal unterschrieben. Und ich dachte, du erinnerst jetzt deine Beziehung mit Akani. Ach so, nee, das ist was anderes. Kevin und ich haben ein Label-Deal unterschrieben und produzieren hier quasi unser erstes Musikvideo. Wir haben gesigned bei einem ziemlich großen Label, das ich jetzt nicht nennen darf, Universal und Sony. Stay high. Unter anderem sind drei Stück, die haben sich alle drei geteilt. Weil wir zu teuer sind. Genau. Nee, Digga, wenn du jetzt hier so ankommst, hier mit so ein bisschen Körperspannung. Nee, du bist, komm, du bist. Du, Körperspannung jetzt mal, komm. Ja. Oh ja? Ja. Oh, Digga, yeah. Achtung, mach die Kamera auf.
Das ist unangenehm. Das ist so unangenehm, Digga. Ah, die Moves jetzt klauen noch von mir hier, ne? Ja, ne. Oh, Leute, hier läuft Nebelfluid aus. Actually? Ja, das ist es. Actually Popjet. Oh. Au. Ne, ich glaube, ich muss wirklich ins Krankenhaus. Kevin, Bro, kommt euch hier runter. Hi. Hi. Ich würde gerne meine Familie grüßen und alle aus der 4B. Kannst du Tobi sagen? Ich würde gerne Tobi grüßen. Die Corona-Test läuft nach 3 Stunden ab. Du müsstest gleich nochmal rein, ne? Wir müssen nämlich wissen, dass Elif richtig Angst hat. Und rat mal, wer als einziger zweimal machen musste. Wie? Wir hatten starken Stoffwechsel und alle Viren und so. Naja, weil du deinen Zinken so zurückgezogen hast. Das ist witzig. Guck mal, POV, du bist der Corona-Tester. So, Dings, wir shooten hier gerade noch die letzten Shots für diesen Ola Kala Runway. Wir sind ja gesponsert in dem Musikvideo von Ola Kala. Kevin stellt sich absolut dämlich an, schaut jetzt mal wieder an. Wir haben eine übergeile Location hier, ja. Aber Kevin kriegt es halt nicht hin, einfach gerade auszulaufen. Das ist so wack und unangenehm, wirklich. Ja, weiß ich nicht. Junge, was? POV, du bist erkannt. Hallo! Schau, die schmecken nach Peppermint. Sag mal, mega. Arschbohrer, Tommy! Der f*** dein Kopf! Da kann ich, fein! Fein, Teppchen! Der f*** dein Kopf! Lass mein Kopf gehen! Leute! Zähl runter! 3, 2, 1... Was geht ab? It's your boy Revinside with another outro, boys! Let's leave a f***ing like, dudes, and leave a f***ing lucky, you know what up, dude! Das war's von diesem Video, Leute. Das Musikvideo wird wild, stimmt's? Aber sowas von. Wild ist der Kamera-Mann. Der teure Kamera. Sein Name ist Wild, deshalb. Ciao. Kannst du nochmal Tobi grüßen? Ich schneide mir jetzt raus, Tobi. Liebe Grüße an Tobi. Danke, Frank. Danke.